Wir sind Sophie und Lotte. Wir kommen aus der IG Südend. Und das ist in Frankfurt. Wir haben eine Projektwoche zum Thema Gesundheit in Afrika gemacht. Es ist normalerweise so bei unserem Schülerlaufen, dass da ungefähr 3.000, 4.000 Euro zusammenkommen. Und es war schon total cool. Aber ist auch, wir haben halt die ganze Woche dazu Projekte gemacht und haben die Schüler alle informiert. Also wir haben wie auf einem Tatort mit Kreide die Umrisse von Leichen gezeichnet. Und dann den Namen von dem Kind, wo es herkommt und an was es gestorben ist. Und die Spenden gingen dann nach Afrika für Moskitonetze, halt gegen Malaria. Und da hatten wir 8.000 Euro insgesamt gespendet bekommen von den ganzen Schülern und Lehrern und Eltern. Also unser Lehrer hat uns ins Klassenzimmer gerufen und hat uns erzählt, dass wir jetzt als Juniorbotschafter für UNICEF nominiert sind. Dann haben wir uns natürlich total gefreut, weil das ist eine totale Ehre, als Juniorbotschafter nominiert zu sein.